Man könnte es natürlich strategisch klug versuchen. Und in, ich glaube, ich mir. Ja, ich habe eine gute Idee. Der zieht ja immer wieder seine Truppen so nach ganz hinten zurück. Und dann ignorieren die ja scheinbar Angriffe. Und wenn wir in dem Moment zuschlagen, das wäre schon geil. Kurz gespeichert, um zu gucken, ob ich das Timing kriege. Dann warten wir mal ein Sekündchen. Na, Moment. Ist das jetzt zu spät? Okay, er kommt. Und er zieht sich jetzt schon zurück. Was ein Lauf. Bogenschützen vorrücken. Wir haben jetzt leider hier oben ein bisschen wenig Bogenschützen. So, was ein Fratzengeballer. Na, kämpfen wir mal zurück. Da die sich selber noch uneins sind, ob die angreifen wollen oder nicht. Boah, okay, das mit dem Festgefüße ist jetzt richtig doof gerade. Einfach schön alles über den Haufen geballert. Und wir haben jetzt einen Bogenschützen verloren und da fällt immer den zweiten. So, wir müssen jetzt einfach mal mit Nahkämpfer dazukommen, sonst wird das nichts. Mein Gott, ist das laut! Dieser verdammte laute Schlachtenlärm. Geht mal bitte alle hier hin. Eigentlich sollte ich nur noch weitergehen. Und jetzt Feuer frei. Sehr schön, dass ihr euch alle hier gegenseitig blockt. So, wir haben viele Nahkämpfer schon verloren und sehr wenige Bogenschützen. Das tut leider ein bisschen weh. Aber ohne Opfer gibt es ja bekanntermaßen keinen Sieg. Ihr seid jetzt mal Truppe Nummer 3 und wir schicken euch mal hinterher. Nee, jetzt zieht mich mal zurück. Schneiden wir unseren einen Truppen den Weg ab, das so, dass sie nicht zurückkommen. Das wäre natürlich auch pittig. Also sehr schön, den Turm haben wir auch gleich. Bogenschütze müssen leider mal ein bisschen Kanonenfutter spielen. Denn ein Großteil ihrer Armeen dürften zerstört sein. Sagt er, und da kam noch ein größerer Teil der Armee auf uns zu.
da schon mal mithelfen. Wir sind nämlich hier schon praktischerweise bei den Bogenschützen angelangt. Sehr schön. So, und wir werden hier mal die Waffenproduktion ändern. Und kaum noch Bögen produzieren, hier analog. Wir brauchen mehr Schwerter, definitiv. So, da oben, da müssen wir ja gar nicht hin, deswegen gehen wir da auch gar nicht hin. Wir müssen ja, glaube ich, nur die Landbrücke zu ihm hier unten herstellen, ne? Das war ja, glaube ich, das Ziel. So, alle erstmal nach Süden. So, was haben wir denn hier noch? Nicht mehr so viel, aber es ist zwar schon einiges nachgekommen. So, Bogenschütze einmal vor als Kanonenfutter. Rums. So, den Turm, den sollten wir auch wegmachen, einfach, dass die nicht in unseren Nachschub da bombardieren. Wenn wir mit Soldaten hier dann nachrücken, wäre das nicht Käse. Also hier hat er ja massive Verteidigungsanlagen, aber ich überlege gerade, ob ich nicht doch nach oben marschieren will, weil er hier seine Waffenproduktion hat und auch seine Soldatenausbildung. Denke ich mal, dass die ebenfalls dort ist. Dich reißen wir ab. Irgendwie ein bisschen heikel das Ganze. Und wir die ganzen Bienen. So, next. Irgendwie verliere ich gerade sehr viele Soldaten, das finde ich nicht gut. Dazu noch das Bienengesurre, schrecklich. Habe ich überhaupt noch genug Manpower hier? Ja, doch. So,
So, wir sind schon relativ nah dran bei unserem Homie. Ach, guck mal, hier habe ich einen vergessen. Schön. Oh, dieses Gesohr. Sorry, Leute, aber das ist ja leider der bekannte Bug, der sich nicht verhindern lässt. Sehr gut, wir sind hier schon bei den Bogenschützinnen. Kurz mal weg, dass wir mal wieder andere Geräusche hören. Ach, herrlich. Diese Freiheit in den Ohren. Und da ist er wieder weg. And it's gone. So, sehr schön. Da sind wir jetzt auch schon bei den Bogenschützen angelangt. Muss ich doch die Amazon komplett aufreiben? Nee, es ging doch die ganze Zeit um diese Landbrücke, oder? Also, es läuft langsam, aber es läuft. Ach Gott sei Dank, wir sind aus dem Sur-Bereich raus. So, den Turm reißen wir ein. Bogenschützen schicken wir schon mal vor. So, next. Wir sind bald da, Homies. Bald sind wir vereint. So, schließt sich wieder der Truppe hier an. Gut, dass hier nur so schwache Truppen aus. Da jetzt leider nicht. So viel bekommen wir nicht. Och Junge, das muss doch nicht sein. Das ist doch jetzt unnötig. Dann lieber da unten hin. Ja gut, dann... Nee, ich will mir nicht leisten müssen, dich zu verlieren. So, nun prügelt sie mal da raus. Aber bitte nicht die Speerkämpfer. Das sollen die Schwertis erlegen. So, ich bin gespannt, ob es jetzt das Ziel war. Oder ob wir doch alles besiegen müssen. Nein, das war's nicht. Schade. Ups, da habe ich jetzt versehentlich die Leertaste erwischt. Zack, wieder was kaputt gemacht. Ja.
Na, wahrscheinlich muss ich alle die Amazonen komplett platt machen. Ich muss mal kurz alles sammeln. Wo sind hier bitte die drei Bogenschützen? Warum werden die hier in die andere Gruppe mit aufgenommen? Ich habe das Gefühl, die hängen hier oben irgendwo in der Luft oder so. Kein Plan. Egal, wir holen uns jetzt erstmal das da. Die große Festung. So, ihr Lieben, da das noch ein längeres Unterfangen zu sein scheint, würde ich sagen, machen wir der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.